Einen wunderschönen guten Abend zu unserem heutigen Webinarabend, zu unserer ja schon serienmäßigen Webinarstunde, die wir alle 1, 2, 3, 4 Wochen einmal anbieten zu verschiedenen Verkehrsthemen, verkehrspolitischen Themen. Wir, das sind die Grünen im Bayerischen Landtag. Mein Name ist Markus Büchler, ich bin der Sprecher für Mobilität der Grünen im Bayerischen Landtag und veranstalte zusammen mit meinem Team, das heute durch meine liebe Mitarbeiterin Dr. Anay Schuster-Brandis vertreten ist, diese Webinarreihe zu ganz unterschiedlichen Themen und aktuellen Aspekten der Verkehrspolitik, die uns im Bayerischen Landtag beschäftigen, die uns auf kommunaler Ebene beschäftigen, teilweise auch die uns auf Bundes- oder auf Europaebene beschäftigen. Heute widmen wir uns mit einem Thema, das in Bayern leider sehr aktuell ist, nämlich mit den Öffis in die Berge. Ja, also wer sich ein bisschen auskennt in Bayern, vor allem in Südbayern, Südoberbayern, der wird sich denken, ja, schön wär's, wenn man denn mit den Öffis bei uns in die Berge fahren könnte, weil wir ja aufgrund des wirklich desaströsen Zustands, zumindest der Bahn und des weitgehend nicht in vielen Landkreisen einfach gar nicht, praktisch gar nicht vorhandenen ÖPNVs, sprich Busangebotes, momentan verschärfte Schwierigkeiten haben, in die Berge zu kommen in Bayern, innerhalb Bayerns. So richtig einfach war das an vielen Stellen, auch vor allem in den Landkreisen, die kein so gutes Busangebot haben, noch nie. Aber wir hatten ja zumindest die Bahn als Rückgrat und die haben wir auf einigen Strecken natürlich unverändert, weil weiterhin trotz einiger Probleme, langsam Fahrstellen und so, aber wir haben jetzt über den ganzen Sommer hinweg keinen Zugverkehr ins Werdenfels gehabt, ins Werdenfelser Netz, was sehr, sehr bitter war für die ganze Wandersaison. Ja, dann zum November hin soll ja wenigstens bis Garmisch wieder gefahren werden können und das Weitere bleibt abzuwarten. Aber was man von den Ankündigungen der DB halten kann, das wird man sehen, ob das dann auch gilt und die Züge wieder fahren. Also auf jeden Fall momentan ist es nicht ganz so einfach, aber wir kämpfen und arbeiten ja alle daran, jeder auf seinen Ebenen, dass sich das ÖPNV und das Bahnangebot in Bayern verbessern wird in der Zukunft. Wir haben heute eine hochinnovative Sache, die wir euch heute vorstellen wollen und Ihnen. Denn die neue Suchmaschine Zoogle. Nicht Google, die wäre jetzt nicht so neu, sondern Zoogle. Das heißt, eine Suchmaschine, die sich speziell damit beschäftigt, wie man mit den Öffis in die Berge kommt. Das ist eine Entwicklung aus Österreich. Es ist ja jetzt nicht so selten im Verkehrssektor, dass innovative Entwicklungen aus dem Ausland kommen, gerade auch aus den Alpenländern. Schweiz als großes Vorbild für ÖPNV und Eisenbahn. Aber hier haben wir jetzt Gäste, einen Gast aus Österreich, der gerade noch mit der Einmalschwierigkeiten hat, was jetzt aber nicht an Österreich liegt, sondern an einem technischen Problem. Und das ist der Martin Heppner, den wir hoffentlich bald jetzt hier noch als viertes Bild begrüßen werden. Und zum Zweiten der Nikolaus Vogel aus Bayern. Und die beiden sind in der Leitung des Vereins Bahn zum Berg aktiv, der Martin insgesamt und der Nikolaus für die bayerischen Themen, wenn ich es richtig weiß. Und die beiden werden uns vorstellen, also auch sagen, was ist Bahn zum Berg, aber werden uns vor allem diese neue Suchmaschine vorstellen und ihr Portal, mit dem man Bergtouren finden kann, die mit den Öffis gut machbar sind. Denn oft kennt man das ja, man kauft sich einen Wanderführer oder schaut im Internet bei den verschiedenen Portalen, findet die tollsten Touren und überlegt dann, wenn man nicht mit dem Auto fahren will oder kann, wie komme ich denn da hin? Und dann stellt man fest, Mist, das ist ja wieder eine Tour, die eigentlich vernünftig nur mit dem Auto geht. Und der Ansatz ist hier eben genau umzudrehen und zu sagen, wir machen den Zugang zu den Bergen, die man gut erreichen kann, einfach und niederschwellig, sodass die Leute eine gute Alternative zum Auto haben. In anderen Ländern, Österreich, Schweiz, Südtirol, geht das natürlich schon in vielen Teilen ganz hervorragend. In Bayern haben wir noch Nachholbedarf, aber das langt als Vorrede. Herzlich willkommen zu unserem Webinarabend. Wie immer, komprimiert, maximal 1 Stunde. Ich habe jetzt versucht, Zeit zu überbrücken, bis der Martin da ist. Er ist noch nicht da. Jetzt höre ich trotzdem auf mit der Überbrückung und übergebe an den Nikolaus. Herzlich willkommen. Du stellst dich bzw. euch vor und gehst dann direkt mit Präsentation hinein. Und wir haben ausgemacht, wie immer bei unseren Webinaren, dass die Präsentation im Nachgang zur Verfügung gestellt wird. Auch die Aufzeichnung dieses Webinars wird zur Verfügung gestellt. Alle Zuhörenden müssen dazu nichts tun. Alle Angemeldeten bekommen das nämlich automatisch, jetzt nicht gleich in der Minute nach dem Ende, sondern in den nächsten Tagen, sobald wir in unserem Workflow hinterherkommen. So, das genügt als Vorrede. Jetzt, da hast du das Wort, lieber Nikolaus. Ja, Markus, vielen Dank für die einführenden Worte. Einen schönen guten Abend auch von mir.
Wir starten jetzt gleich mal, auch wenn mein Co-Moderator tatsächlich nach wie vor mit technischen Problemen kämpft. Wir starten jetzt einfach mal mit der Präsentation. Sie müssten was sehen. Und dann starten wir. Genau. Ja, das Genau. Thema heute mit den Öffis in die Berge. Auf der rechten Seite direkt unser Logo. Jetzt bin ich selber ein bisschen überfordert, da muss ich drücken. So, ja, zu meiner Person. Mein Name ist Nikolaus Vogel. Wie der Markus einführend schon gesagt hat, ich bin im Vorstand des Vereins Bahn zum Berg und bin da einerseits Schriftführer und andererseits für die Aktivitäten im bayerischen Alpenraum insbesondere zuständig. Der zweite stelle ich jetzt einfach mit vor, wäre der Martin Heppner. Wir hoffen, dass er dann noch kommt. Er ist in Österreich sagt man Obmann. Bei uns würde man sagen Vorsitzender des Vereins Bahn zum Berg. Ist aus Wien. Ich bin aus Bad Endorf im Chiemgau und der Martin im normalen Leben arbeitet er bei einem Telekommunikationsunternehmen und ich bin im normalen Leben Gymnasiallehrer in Prien am Chiemsee für Mathematik und Physik. Ja, der Verein Bahn zum Berg, gegründet 2020 in Wien. Ich war kein Gründungsmitglied. Ich bin erst im Frühjahr 2020 ein wenig zufällig dazugestoßen. Wir haben momentan tatsächlich sehr wenige Mitglieder. Es sind nur 32 ordentliche Mitglieder. Wir sind gerade dabei, dass wir die Mitgliederzahl deutlich erhöhen. Neben den Mitgliedern haben wir, jetzt ist er da, der Martin. Hallo Christoph, Martin. sorry. Neben den ordentlichen Mitgliedern haben wir circa 60 Tourenreporter und Tourenreporterinnen. Das heißt, die unterstützen uns mit Berichten von ihren Öffi-Touren. Und unser Tätigkeitsbereich ist derzeit ganz Österreich und der Bayerische Alpenraum. Aber da sind wir auch im Wesentlichen dabei, das auszubauen Richtung Südtirol, Schweiz, Slowenien, also auf die Alpenländer. Jetzt, Martin, ich habe dich schon ganz kurz vorgestellt, aber ich denke, du kannst dich jetzt auch noch selber kurz vorstellen. Ja, sorry dafür, ich bin unterwegs und ich hab's nicht ins Internet geschafft. Jetzt hat mir da die Kellnerin ihr privates Netz freigegeben. Ja, Martin Heppner, ich bin eben einer der Gründungsmitglieder und ich freue mich mit euch heute uns anzuschauen, was wir gemacht haben bisher. Und ich bin noch ein bisschen verwirrt, deswegen gebe ich wieder zurück zum Nikolaus, bevor ich das vor mich hinstottere. Servus Martin, auf jeden Fall herzlich willkommen in unserer Runde und im Webinar. Hallo Markus. Genau. Ja, zusätzlich haben wir auch noch jemanden im Vorstand, der die Technik verantwortet. Zur Technik kommen wir dann ohnehin im Verlauf des Vortrags noch. Ja, wir sind bergbegeisterte Menschen. Für meinen Teil darf ich auch sagen, ich bin auch bahnbegeistert, also Bahn und bergbegeistert. Und ich mache das eigentlich schon seit vielen Jahren, dass ich persönlich versuche, bei den alpinen Aktivitäten, um es mal so zu nennen, Sommers wie Winters, möglichst aufs Auto komplett zu verzichten. Ich habe mir da teilweise einen richtigen Sport draus gemacht und teilweise wüste Aktionen schon gestartet. Aber auch leichte oder einfach erreichbare Ziele steuere ich auch an. Ich habe nicht weit in die Berge und ich habe das Glück, dass an meinem Wohnort ein Bahnhof ist, wo stündlich ein Zug in beide Richtungen fährt, also nach Salzburg und nach München. Ja, was machen wir? Wir zeigen, welche Touren momentan öffentlich erreichbar sind. Wie machen wir das? Das zeigen wir einerseits auf unserer Homepage www.bahnzumberg.de für den bayerischen Raum und dasselbe mit .at hinten für Österreich. Das ist unser eines Standbein und das andere Standbein ist, wie angesprochen, die Suchmaschine Zugel, also dieses
Kofferwort nennt man das, glaube ich, aus Google und Zug. Das gibt es sowohl aber eben mit DE hinten als auch mit AT. Dahinter läuft genau das Gleiche, nur die Landingpage ist ein wenig anders. Wir wollen möglichst viele Menschen dazu animieren, die Anfahrt und die Abfahrt in die Berge, in die Alpen, ohne das eigene Auto zu gestalten, nämlich mit der Bahn und mit dem Bus. Wo das geht. Es geht nicht überall. Wir wissen das, gerade im bayerischen Raum haben wir Lücken, insbesondere im Busverkehr, aber es geht viel mehr, als man denkt. Zusätzlich haben wir noch eben diese hier auf der Präsentation im zweiten Spiegelstrich stehende Seite bahnzumberg.at ohne die Striche. Das ist die eigentliche Vereinsseite, wo wir unseren Verein vorstellen. Ja, neben diesen Auftritten im Internet versuchen wir auch Lobbyarbeit zu betreiben bei Verkehrsverbünden, bei alpinen Vereinen, bei Tourismusverbänden im ganzen Alpenraum, dass wir also auf uns aufmerksam machen letztendlich, dass wir versuchen, die öffentliche Anreise in den Fokus zu rücken. Ganz aktuell läuft bei uns eine Petition, die ist im ostösterreichischen Raum, im Ispertal. Da soll also ein Bus in dieses Tal, das eben touristisch sehr interessant ist, auch wieder auch am Wochenende verkehren. Und da gab es eine größere Aktion, also als Beispiel für unsere Lobbyarbeit und dann natürlich Verkehrsträger, Deutsche Bahn, ÖBB etc. Vielleicht darf ich da ganz kurz was dazu fügen. Ich habe jetzt mein Video deaktiviert, wie ihr gesehen habt, damit die Internetverbindung stabil bleibt. Zu dem Punkt hinzugefügt, das ist etwas, was wir jetzt erst seit kurzem gestartet haben. Deswegen, das ist halt das, was jetzt läuft. Im Moment oder bisher haben wir uns sehr stark eben auf diese technischen Features konzentriert, die wir heute auch vorstellen werden. Aber es ist halt so, dass wir da jetzt unserer Meinung nach sehr viel und sehr innovative Dinge gemacht haben, die es so nirgendwo anders gibt. Und wir damit natürlich auch die Daten haben, was alles nicht funktioniert. Und das ist natürlich der nächste logische Schritt. Auf der einen Seite mal eher die zwei Schritte aufzeigen, was schon geht. Das ist mehr, als man glaubt. Aber natürlich gibt es auch einiges, das nicht funktioniert. Und in diese Richtung wollen wir gehen und dementsprechend werden wir jetzt auch versuchen, ein bisschen mehr Mitglieder zu bekommen, damit wir da eben auch in diese Richtung ein bisschen stärker auftreten können. Weil wir mit 32 Leuten, die zwar alle super sozusagen mit der Seele dabei sind, aber ist natürlich jetzt von der Masse her noch nicht so viel. Das heißt, wer Interesse hat, bitte bei uns vorbeischauen, ja, und uns unterstützen und vielleicht auch beitreten. So. Sorry, Nikolas, dass ich da jetzt reingekretscht bin. Gar kein Problem. Du darfst gleich weitermachen, weil wir sind, glaube ich, jetzt auf der nächsten Folie. Na, da ist es Genau. jetzt so. Danke, Nikolas, da setze ich gleich fort. Ich habe einmal hier versucht aufzuzeigen, wo es denn die Unterschiede gibt. Weil wenn wir euch jetzt erzählen, was wir für Lösungen hergestellt haben, dann muss man nachvollziehen können, wozu diese Lösungen überhaupt gut sind und was das Besondere dran ist. Und haben eben einen gewissen Bedarf sozusagen zu vergleichen, was ist mit Auto und was mit Zug. Wer klickt denn jetzt, um weiterzukommen? Ich habe es vorher. Ich Ah, okay, klicke, dann das bitte kann klick aber nicht einmal. sein. Dann sage ich dir bitte immer einmal weiter. Genau, also bei den existierenden Tourenportalen ist es halt so, dass gut dort natürlich drauf ist, dass man die Anreise planen möchte. Ja. Und einige, muss man jetzt auch sagen, führen auch schon was ein, dass man eben mit Öffis die Tourenanreise planen kann. Ist auch eine gute Sache. Ich will jetzt nicht sozusagen da unverschämt sein, aber das ist meiner Meinung nach nur eine halbe Geschichte und ich erkläre euch gleich warum. Klick bitte nochmal, Nikolas. Es ist so, wenn wir uns jetzt also anschauen, Auto und Öffis, bitte noch einmal,
dann geht man ja her und hat also irgendwas gefunden, was einem gut gefällt. Dann macht man typischerweise über die Beschreibung, weil man vorher gesucht hat nach irgendwas Speziellem oder eben über schöne Bilder, sagt, das gefällt mir, da möchte ich jetzt gerne anschauen. Und dann entscheidet man sich natürlich, bitte klick, je nachdem, wie denn die Anreise dorthin ausschaut und wie diese Tour ausschaut. In dem Fall habe ich das zum Beispiel, weil ich in Wien zu Hause bin, von Wien aus angeschaut und da ist es halt so, dass die Autoanreise 3 Stunden 56 dauern würde und 4 Stunden 12 mit dem Zug und dem Bus. Und bei 4 Stunden 12 oder 3 Stunden 56, da muss natürlich ein bisschen was dahinter stehen. Für eine Tagesanreise ist das ein bisschen gar viel. In dem Fall ist es eine Zwei-Tages-Tour und eine schöne Nacht dazu. Und deswegen habe ich damals gesagt, ja, okay, das passt. Und würde ich jetzt als Autofahrer eben das planen, dann ist es so, dass dadurch, dass wir in Deutschland und in Österreich ein super gut ausgebautes Straßennetz haben, dass man eigentlich weiß, man kommt von überall hin dorthin. Man muss quasi nur durch die Zeit herausfinden und das war's dann. Das ist jetzt bei der Öffi-Anreise noch nicht unmittelbar der Fall. Da haben wir ein paar Schritte mehr. Deswegen bitte klick weiter, Nikolaus. Da ist es jetzt einmal zuerst so, dass ich herausfinden muss, komme ich dort heute hin? Und das ist die erste Entscheidung dann. Klick bitte. Nämlich, wenn es für mich heute sich nicht ausgeht, dann würde ich in beiden Fällen halt sagen, okay, na, das ist mir zu lang oder ich komme da jetzt nicht mehr hin, ich habe zu spät angefangen zu suchen, wenn ich da kurz entschlossen war und dann muss ich halt was anderes suchen. Ja. In dem Fall, dass es ja ist, bin ich jetzt bei der Autoanreise eigentlich schon fertig, weil ich dann weiß, okay, ich fahre um 7 Uhr ab, dann bin ich um 10.56 Uhr dort. Bei der Öffi-Anreise, Nikolaus, ist es dann so, ja, jetzt weiß ich, ich komme dort hin, haben wir das angeschaut, klick bitte nochmal. Und jetzt haben wir aber wieder die Geschichte, dass es natürlich vielleicht, das habe ich eigentlich vorher schon gesagt, ist es also der Punkt, wo ich, dass es für heute schon zu spät ist, dann würde ich wieder raufspringen, aber sagen wir mal, das habe ich schon gecheckt, dann bin ich bei ja, klick bitte. Dann, das ist das, wo ich die ganze Zeit hinaus will, muss ich jetzt bei der Öffi-Anreise auch noch einmal schauen, komme ich noch einmal nach Hause? Weil wie langsam oder wie schnell ich immer gehe, auch wenn das jetzt 2 Tage sind, das Auto bleibt dort stehen, wo ich es hingestellt habe. Das hat natürlich auch gewisse Nachteile, werden wir dann nachher eh noch einmal ansprechen, dass ich an den gleichen Ort zurück muss, mit dem Auto meine ich. Aber bei der Öffi-Verbindung, bei der Öffi-Anreise ist es also, dass es nicht ausschließlich genügt, zu wissen, dass es eine Verbindung dorthin gibt. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass es eine halbe Sache ist, was die existierenden Tourenportale machen, weil die sagen, ist öffentlich erreichbar, das bedeutet, ich komme dorthin. Und das auch schon unter gewissen Rahmenbedingungen oder Annahmen. Aber ich weiß ja nicht, wo der Autor hergekommen ist, mit welcher Verbindung er hingekommen ist. Also hat er länger gebraucht, kürzer gebraucht als ich, geht sich dann die Rückfahrt, und das ist jetzt der Punkt, wo wir jetzt stehen, rechts unten, auch für mich noch einmal aus, in dem Fall bei einer Zweitagestour am nächsten Tag dann. Deswegen klick bitte, Nikolaus. Und das ist jetzt dann halt schon, wenn sich das auch nicht ausgeht, dann bin ich jetzt schon relativ frustriert, weil jetzt habe ich schon so viel gecheckt und so viel überprüft und dann komme ich drauf, okay, funktioniert nicht. In diesem Fall ist es aber so, deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt, dass es da halt eine Verbindung gibt. In dem Fall auch natürlich deswegen gewählt, weil das jetzt zufälligerweise sogar etwas ist, was halbwegs vergleichbar ist. In dem Fall würde ich etwa um die gleiche Zeit abfahren und etwa um die gleiche Zeit dort ankommen. Und da muss man sogar noch fairerweise dazu sagen, dass ich mit dem Bus dann wirklich dort bis zum Zahlstation der Gosau-Bahn kam, gefahren werde, während die mit dem Auto dort um 10.56 Uhr ankommen, sind schon alle Parkplätze weg, dann kann ich schon einmal unten parken und zu Fuß hinaufkommen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich auch um 11.14 Uhr frühestens erst dann oben. Aber die Aussage hier ist, dass man mit keiner speziellen Unterstützung, was die öffentliche An- und Abreise betrifft, einige Fallstricke hat und die Wahrscheinlichkeit, dass man frustriert irgendwo abbrechen muss,
viel, viel höher ist, als wenn man es mit dem Auto hat, weil es dort einfach die Rahmenbedingungen gibt. Es gibt ein super gutes, ausgebautes Netz und das Auto ist immer verfügbar und es gibt nicht das letzte Auto, das fährt, aber es gibt einen letzten Bus, der fährt. Genau. Und mit diesem sehr, sehr wortreichen Teil gebe ich wieder zurück an dich, Nikolas, damit du die zweite Spezialität erzählen kannst. Genau. Ja, wie der Martin gerade richtig gesagt hat, es werden in den üblichen Tourenportalen, den Namen kennen viele, werden immer mehr öffentlich erreichbare Touren auch als solche markiert. Das ist prinzipiell eine gute Entwicklung. Der Martin hat gerade schon ein Problem dargestellt mit der Rückfahrt. Es bestehen aber auch noch weitere Unschärfen. Zum Beispiel, wenn man den Startort wechselt. Wenn ich aus Innsbruck ins Karwendel fahre, schaut die Sache möglicherweise ganz anders aus, als wenn ich aus München ins Karwendel fahre. Die Anreise stimmt vielleicht nicht mehr, geht sie vielleicht auch an einem Tag nicht mehr aus. Ich habe das Problem mit der Heimfahrt und so weiter. Fahrplanwechsel. Wir haben jedes Jahr im Dezember den großen europäischen Fahrplanwechsel. Wir haben teilweise saisonalen Verkehr, gerade in den Tourismusregionen. Manche Busse fahren nur im Sommer oder fahren im Sommer und im Herbst. Gerade aktuell am Wilden Kaiser, die Wanderbusse haben morgen, glaube ich, den letzten Tag. Solche saisonalen Fahrplanwechsel, die können nicht abgebildet werden ohne riesigen Aufwand. Zweites Problem, viele Touren werden ab dem unvermeidlichen Wanderparkplatz beschrieben. Wir kennen sie alle, die Wanderparkplätze, sie sind meistens nicht so wahnsinnig schön und dort startet die Tourenbeschreibung auf den üblichen Tourenportalen. Auf der Folie rechts ist ein Beispiel vom Traunsee in Oberösterreich, wo ich selber auch schon mal war. Die Tour wird also ab dem Parkplatz, der sich da in der Nähe des Seeufers befindet, beschrieben. Und führt dann über den blau gestrichelten Weg letztendlich zum Ziel. Es gibt aber auch einen tollen Weg vom Bahnhof. Da muss man am Bahnhof erstmal ein bisschen schauen und schon findet man einen kleinen Steig und der führt dann letztendlich ganz genauso zum Ziel. Also eine ganz kleine Änderung in der Routenführung macht diese Tour, in dem Fall sind es die sogenannten Sonnensteine, zu einer Öffi-Tour. Autotouren führen fast zwangsläufig natürlich wieder zum Auto zurück. Man muss ja wieder zum Auto zurück, also die Überschreitungen von groß bis klein, dass ich einfach woanders runterkomme, als ich raufgehe, die sind bei der Autovariante eigentlich gar nicht möglich oder schwierig. Gut, dann darf das der Martin wieder machen. Dankeschön. Dementsprechend haben wir uns eben überlegt, dass wir aufzeigen wollen, wie und welche Touren sind möglich. Und dieser Frust, den ich vorher versucht habe zu aufzuzeigen, der da potenziell möglich ist, wenn man eben eine Öffi-Tour sich selber heraussuchen möchte oder muss, den haben wir uns eben vorgenommen, dass wir den möglichst vermeiden wollen. Und wir haben angefangen mit diesem Öffi-Tourenportal Bahn zum Berg und haben eben Tourenreporterinnen animieren können, die also selber bergbegeistert sind, die selber mit Öffentlichen unterwegs sind und die also über ihre Tour selber schreiben. Das ist jetzt insofern noch dasselbe wie bei jedem anderen Portal, außer dass es halt eine reine Öffi-Tour ist, per se schon einmal. Und dann ist es so, dass es diese Beschreibung gibt. Und jetzt kommt eben dieser technische Aspekt hinein, den ich vorher schon einmal kurz in einem Nebensatz erwähnt habe. Wir haben einen Automaten geschrieben, der selber überprüft von verschiedensten Standorten aus, ob diese Tour nicht nur von München aus, sondern auch von Innsbruck aus erreichbar ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Tour mit dem entsprechenden Fahrplan dem Besucher und der Besucherin
von München mit dem richtigen Fahrplan und von Innsbruck mit dem anderen Fahrplan angezeigt. Und dadurch, dass das eine so weit wie möglich individualisierte Anzeige ist und das jeden Tag überprüft wird, ob das noch immer stimmt, sind dort nur Touren drinnen, die an diesen Tagen wirklich funktionieren, um diesen Frust wegzubekommen. Also frustfrei ist sozusagen das Versprechen. Das, was man auf Bahn zum Berg findet, das von vielen Tourenreporterinnen aufbereitet worden ist und aus ihrer persönlichen Sicht beschrieben worden ist, wo auch die Anreise einen gewissen Platz hat, weil wir ja anregen wollen, dazu das nachzumachen. Das führt eben dazu, dass es dann verschnitten wird mit dem Automaten, um hier genau das zu finden, was man nicht mehr überprüfen muss, ob das mit den vielen Schritten, nämlich die ich vorher versucht habe zu zeigen, nicht mehr überprüfen muss, ob das jetzt für mich machbar ist oder nicht. Und diese Idee haben wir ausgeweitet und ausgebaut. Dieses Jahr, Mai, sind wir mit Zugl live gegangen. Zugl nimmt diesen Automaten und prüft die Touren von anderen Tourenportalen. Und überall dort, wo es eine als Öffi machbare Tour findet, zeigt es diese, macht es diese sichtbar auf Zugl. Nicht als Tourenportal, sondern als Suchmaschine. Das heißt, wenn ich auf Zugl gehe und ich dort danach suche, was mir gefällt. Seit kurzem haben wir auch eine Karte drauf oder nach Stichworten, so wie es von Anfang an schon war. Und ich finde etwas, dann wird mir zusätzlich zwar meine Anreise angezeigt, aber am Ende komme ich immer zu dem Tourenportal hin, das ja ursprünglich den Aufwand hatte, um die zu beschreiben. Und deswegen, was wir hier jetzt sehen, sind zwei verschiedene Ansätze. Das eine, wo man selber die Inhalte generieren und einmal, wo man nur eine Bewertung machen, um es mit dem Anspruch, natürlich ein bisschen einen höheren Anspruch an uns selbst gestellt, alle öffi-fähigen Touren sichtbar zu machen. Wir sind noch auf dem Weg dorthin, aber immerhin haben wir jetzt, glaube ich, schon 9200 in Österreich und Südbayern drinnen. Und zwar beides auf Basis dieses gelben Balkens da unten, wo wir eben die automatische Berechnung dieser Anreise und der notwendigen Heimreise durchführen. Genau. Gut, und dann kommen wir zur Live-Demo. Wie funktioniert Zugl eigentlich? Da muss ich bloß das Fenster schnell wechseln. Genau. Da haben wir die Landingpage von zugl.de. Hier ist jetzt schon voreingestellt, der Heimatbahnhof München. Man kann hier jetzt momentan aus 5 Startorten in Bayern wählen. Das ist allerdings im Ausbau begriffen, also da kommen noch weitere dazu. Wir haben jetzt momentan eben München, Passau, Kempten, Garmisch-Partenkirchen und die Metropole im Chiemgau, Bad Endorf, nicht ganz zufällig. Das hat ein bisschen was mit mir zu tun, glaube ich. Also wir das haben ist der Vorteil, wenn man Vorstand im entsprechenden Verein ist. Genau. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ja, ich möchte mal an den Tegernsee. Der Tegernsee ist natürlich ein ganz beliebtes Ziel von München. Ich tippe mal Tegernsee und lasse mir mal Ergebnisse anzeigen. Und dann sehe ich schon, oh, da gibt es ja schon einiges. Er hat 65 Ergebnisse jetzt hier gefunden mit dem Tag Tegernsee. Und ich kann mir jetzt hier dann mal sehen und schauen, vielleicht suche ich mir was aus. Und das sieht ja gleich ganz schön aus, von See zu See im Mangfallgebirge. Und dann kann ich mir das mal anschauen. Und dann geht hier ein Fenster auf. Ich sehe hier schon mal den GPX-Track, den ich mir auch runterladen kann. Das ist offensichtlich eine Tour, die am Schliersee startet, hier irgendwie durch die Berge geht und am Tegernsee endet. Wir haben also gleich mal eine Überschreitung rausgefunden. Ein kurzer Satz über diese Tour und was es ist. Und ich sehe hier bereits, die stammt tatsächlich von Bahn zum Berg. Die ist also von uns direkt. Wir haben hier eine ähnliche Tour. Man sieht hier, die ist nicht von uns. Wenn ich hier klicke, wieder GPX, also den Kartenausschnitt. Und die stammt vom Portal Bergfix.
Jetzt bleiben wir mal bei dir und dann habe ich hier oben den Reiter An- und Abreise und jetzt kommt eben der Clou und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich, mir wird hier die Anreise vorgeschlagen um 8:04 Uhr in München Hauptbahnhof nach Schliersee, 8:57 Uhr und um 8:59 Uhr bin ich schon beim Tourstart angekommen, also nach 2 Minuten lande ich schon beim Tourstart und ich bekomme hier für die Rückreise bereits passend berechnet. Die Tour dauert offensichtlich circa 6 Stunden üblicherweise und dann bekomme ich hier schon erste Vorschläge für die Rückfahrt, wann die stattfinden kann und ich habe hier meinen Fahrplan sofort wieder für die Rückfahrt. Vielleicht danke noch ganz kurz, warum sind es mehrere Rückfahrtsvorschläge? Weil wir ja nicht wissen, wie derjenige oder diejenige, die diese Tour sich jetzt gerade anschaut, unterwegs ist. Ist der oder die alleine und rennt darüber als sportliche Betätigung? Ist es ein Familienausflug? Das macht natürlich einen Unterschied. Allein, wenn ich bin jetzt gerade ein bisschen verschnupft, ich weiß nicht, ob ihr das hört über die Verbindung, aber wenn ich jetzt mit meiner rinnenden Nase Wanderung mache, bin ich schon langsamer, einfach weil ich schlechter Luft kriege. Also das ist eine Tagesverfassungsgeschichte. Und diese Unsicherheit, die man dann hat, ah, passt das jetzt eh und derjenige, der das ursprünglich beschrieben hat und gesagt hat, 6 Stunden, passt das für mich auch, die wollen wir damit ausschalten, dass wir von vornherein gleich ansagen, schau, es gibt die erste um 16:57 Uhr und dann geht es eben weiter. Habe ich jetzt falsch gelesen, 15:12 Uhr, dann gibt es eine gleich mal 5 Minuten später und da könntest du jetzt sozusagen da noch rechts umfahren, dann sieht man da jetzt halt die nächsten paar Interessanten und dann immer die letzte. Also wenn es viele gibt, dann werden sozusagen vier mit einem gewissen Abstand angezeigt und die allerletzte. Dort muss dann wirklich halt wieder unten sein, damit du dann wieder zurückkommst. In dem Fall sieht man bis 22:14 Uhr. Das ist jetzt mit den Lichtverhältnissen eh schon eine Geschichte, wo man dann besser Stirnlampe mit hat. Da gibt es in diesem Fall noch das Tegernseer-Bräustüberl am Zielort. Immer eine Reise Ja, wert. was auch ein Vorteil ist übrigens von Öffitwirt, dass man da Genau. reinkehren kann, oder? Richtig, richtig, ja. Und genau, und wenn ich mir jetzt da nicht sicher bin, also ich sehe hier, es geht, ja, der Zug fährt hier und wenn ich dann sage, oh, da ist ja vielleicht dann wieder Schienenersatzverkehr oder es ist irgendwas passiert, oder eine Baustelle etc., dann kann ich hier die Live-Abfrage prüfen und bekommen den Link zur Reiseauskunft der Deutschen Bahn in dem Fall oder eben ÖBB, je nachdem, wo ich mich befinde. Gut, wir haben hier natürlich auf der Seite noch eine Suchfunktion. Ich kann hier über eine Karte suchen, ich kann hier über Filter suchen, ich kann sagen, ich will bitte eine Wintertour, ich will vielleicht eine Mehrtagestour. Ich will eben eine Überschreitung bzw. Streckenwanderung. Ich will nur Touren angezeigt bekommen, deren Start und Ende unterschiedlich ist. Das kann ich einstellen. Ich kann natürlich, wie viele Höhenmeter möchte ich gehen, kann ich filtern. Die Anfahrtszeit halte ich für sehr relevant. Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Manche sagen, eine Stunde Zug reicht. Manche sagen, auch ich fahre auch 4 Stunden hin. Mir ist es egal. Auch das kann man hier dosieren. Die Sportarten, Skitour im Winter eher, Wandern. Hier gibt es jetzt offensichtlich nicht Bike and Hike oder sowas. Ja, das wäre hier auch noch dann aufgeführt, wenn es das gibt. Und da habe ich also diverse Filtermöglichkeiten. Was noch sehr schön ist, ist eben die Karte. Da kann ich dann in der Karte Touren suchen. Ich sage, ich möchte aber da irgendwas südlich vom Tegernsee machen. Und dann sehe ich hier, da gibt es schon 5 Touren südlich vom Tegernsee. Also das ginge mit der Kartensuche. Ich kann natürlich nicht nur gezielt nach Tegernsee suchen. Ich kann auch sagen, ja, ich möchte aber unbedingt auf den Ross und Buchstein gehen oder auf den Wallberg. Und dann kann man natürlich mal sehen, oh ja, der Wallberg, der geht auch öffentlich. Da kriege ich sogar gleich mehrere Vorschläge. Einmal von Wildpark Reuth, einmal hier von Rottach vorne und so weiter. Ich sehe hier sofort München Hauptbahnhof, Wildpark Reuth, dauert knapp 2 Stunden. Ich habe sogar 4 Rückreiseoptionen in dem Fall und die letzte Möglichkeit wird mir ja auch angezeigt um 19:57 Uhr. Wunderbar. Kriege ich hier alle Informationen mitgeliefert, die interessant sind. Genau, ja, im Was ich Endeffekt, vielleicht, ja, darf ich bitte. noch ganz kurz verzeihen, reingrätschen. Wir haben natürlich jetzt seit Mai
viel dazugelernt, Feedback von unseren Usern bekommen. Das haben wir im laufenden Projekt mit der Universität für Bodenkultur in Wien auch, die haben da eine sehr exzessive, also umfassende, habe ich gemeint, Umfrage gemacht unter Wanderern, die mit Öffis oder und mit Autos eben angereist sind, wo man dann eben schauen, was kommt besser an, was kommt weniger gut an, weil unser Ziel ja auch ist, nicht nur die Leute, die eh schon mit Öffis anreisen, denen ist das sozusagen eh schon ein leichtes, sondern auch die zu erwischen, die derzeit mit Öffi, nicht mit Öffis fahren, sondern mit Auto fahren und ihnen eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, ich probiere es einmal. Ja, und da muss man halt, da muss es selbsterklärend sein. Ne? Und da sind wir, also ich bin natürlich sehr kritisch, weil ihr könnt euch vorstellen, ich schaue da hin und mir fallen ganz viele Fehler auf. Und da sind wir jetzt dabei, das als nächstes eben in verschiedenen Sprints abzuarbeiten, was wir 2023 dann hoffentlich durchführen können. Das heißt, es wird sich laufend verbessern und im Wesentlichen ist es für jedes Feedback sind wir dankbar, um das eben abzurunden, das Ganze. So, genau, das war unsere kleine Präsentation samt Live-Vorführung von Zugel. Und ich kann nur dazu animieren, es mal auszuprobieren, mal ein bisschen rumzuklicken. Und wie der Martin schon gesagt hat, es ist ein stetiger Vorgang des Verbesserns. Und es tauchen immer wieder Sachen auf, wo man sagt, da müssen wir was ändern, das kann man noch besser machen. Dann einfach bei uns melden und wir versuchen das dann natürlich zu implementieren. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf viele Fragen. Genau, danke schön. Ja, wunderbar, vielen Dank, lieber Martin, lieber Nikolas. Hat ja jetzt alles doch perfekt geklappt. Auch genau in der Zeit, die wir ausgemacht haben, haben wir ein bisschen später angefangen und ich habe noch ein bisschen überbrückt am Anfang, bis Martins Zugang funktioniert hat. Genau 30 Minuten, wie ausgemacht, hervorragend. So bleibt uns noch Zeit für Fragen. Es sind auch schon zwei Fragen eingegangen, sehe ich. Die Anais wird sie gleich einbringen. Vielleicht noch eins vorab. Also erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns heute das zu präsentieren und Rede und Antwort zu stehen. Freut mich sehr. Haben schon länger davon geredet, dass wir das mal machen wollen. Jetzt ist es endlich soweit, freut mich. Ich habe ein bisschen gezuckt bei 9022 Touren in den deutschsprachigen Raum. Also ich habe ja auch ein paar beigesteuert, darf ich jetzt da mal Eigenlob machen. Es sind ja nicht einmal 22, ich glaube so 18 oder 20 oder irgend sowas. Dann haben die anderen 60 User aber tatsächlich 9000 Touren geschrieben. Das heißt, das sind Leute unter der Gemeinschaft, die sehr viel Zeit zum Wandern haben oder sie geht es verkehrt. Von auf Bahn zum Berg sind es ein bisschen über 500 und die restlichen zu den 9200 sind von den verschiedensten Portalen. Also Zugel versteht sich ja als Suchmaschine und holt sich von Bergfex, Höhenrausch, Gamssteig, Alpenverein aktiv, was haben wir vergessen? 9 verschiedene Tourenportale sind es, also es sind noch ein paar und so kommen natürlich diese Zahlen zustande. Ja. Gut, habe ich wieder nicht Obacht gegeben. Danke. Beruhigt mich aber ein bisschen, bin ich nicht ganz so faul. Aber es gibt Leute, die schreiben ganz viel. Also es ist wirklich, gerade in Salzburg haben wir den Karl und der macht ganz tolle Touren und der liefert wirklich, sagen wir mal so, 1,5 Wochen Rhythmus. Ja. Großartig. Das ist schon viel Zeit, die man da investiert dann. Ne? Also schreibt. Um mich selber ein bisschen unter Druck zu setzen, so 5, 6 Stück habe ich auch in der Pipeline, wenn ich dann nochmal zum Schreiben komme. Ja, genau. Perfekt. Das ist dann immer erst bei mir der jahreszeitliche Verzug, weil wenn die Sommertour rum ist, dann komme ich zum Schreiben und dann ist was fürs nächste Jahr. Gut, es sind erste Fragen da. Erst einmal vielen Dank von meiner Seite. Anais, was haben wir denn? Ja, eine Frage, die natürlich viele interessiert, die nicht zufällig in den Startorten wohnen, also im Einzugsbereich, ob ihr eine Planung habt, wie ihr eure Erweiterungen vornehmen wollt, mit dem, also dass man andere Destinationen, also von anderen Startorten das aussuchen kann. Und hier speziell Frage nach Erweiterung in den Westen, Augsburg, Buchloe, ob ihr da schon eine Abschätzung habt, wie ihr zeitlich da
weitermachen wollt. Und genau, das wäre das eine, wie da so eure Planung, Zeitplanung ist. Dann kann man auch Touren bei euch melden, ohne den einen eigenen Text zu schreiben. Geht das irgendwie auch? Und genau, noch eine dritte Frage, darf der Link in den HPs, ich nehme an, das heißt Homepages der Destinationen, eingegeben werden? Ich weiß nicht genau, was HP gerade ist. Übrigens noch an alle ergänzend, wenn ihr oder Sie Fragen haben, schreiben Sie es in das Frage-Toolbox. Das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Einige haben schon gefunden, manche vielleicht noch nicht. Es gibt eine Frage-Toolbox, kann man aufklappen, genau. Kann man Fragen eine schreiben. Ich hatte in den Chat. Und die genau, ich hatte in den Chat geschrieben. Genau, genau die Anais hat es dankenswerterweise in den Chat geschrieben, habe ich gesehen, aber vielleicht hat jemand den Chat noch nicht gesehen oder nicht geöffnet. Ihr könnt also hier Fragen stellen oder Sie. So, wer mag antworten auf die Fragen nach der Erweiterung? Und den, also ich ohne... probiere es einmal mit der Stadterweiterung, Nikolaus, wenn es da recht ist. Zwar ist es so, das Einfachste, das Liebste für uns ist, wir sind ja ein Non-Profit-Verein, also wie heißt das auf Deutsch? Ich bin mit meiner Freundin unterwegs, deswegen bin ich jetzt ganz auf Englisch eingestellt. Gemeinnütziger Verein, genau, danke. Dass wir in der betreffenden Stadt eine oder zwei Tourenreporterinnen finden, die für Bahn zum Berg schreiben, weil dann würden wir auf der Bahn zum Bergseite, also auf dem Öffi-Tourenportal, das ich vorher auf der linken Seite gezeigt habe, diese Stadt freischalten. Und dann würden eben dort diese Touren draufkommen und dann würden sie automatisch auf Zugl auch erscheinen. Und dann würden wir alle Touren, die wir jetzt schon von den anderen Tourenportalen auch eben überprüft haben, auf Öffi-Tauglichkeit, würden dann halt dort, sofern sie dort auch zutreffend sind, auch aufscheinen. Genau. Also wenn es in Augsburg gibt, wir freuen uns, Augsburg Tourenreporterinnen zu willkommen zu heißen. Jetzt müssen wir genau, dann war die Frage, da war, kann man auch Touren melden, ohne einen eigenen Text zu schreiben? War die Frage. Und dann war noch, ich sage es gleich nochmal dazu, die Frage nach der Einbindung der Link, also der von eurer Website in die Homepages der Destinationen. Also wenn ihr zum Beispiel Oberstdorf das auf die Website setzen will, wie das funktioniert, euren Link, ob es da irgendwie Vorgehen gibt. Die erste der beiden Fragen kann ich vielleicht mal beantworten. Also ich verstehe es jetzt so, jemand hat einen Vorschlag für eine Öffi-taugliche Tour und hat aber keine Lust, einen Text dazu zu schreiben. Und die soll auf bahnzumberg.de oder AT erscheinen. Also ein kleiner Text wäre wünschenswert. Es ist tatsächlich nicht viel Arbeit. Wir haben eine Anleitung auf der Homepage, wie man das macht. Wichtig sind immer ein paar Bilder dazu und dann reicht wirklich ein relativ kurzer Text. Also wir haben von relativ kurz bis wirklich lange Texte, haben wir alles dabei. Ist natürlich schön, wenn man so ein bisschen beschreibt, aber wenn jetzt jemand sagt, ja, das Schreiben, das ist jetzt gar nicht so mein Ding, ja, und ich möchte es möglichst ganz kurz halten, dann ist, solange es vollständig ist und wichtig ist immer, dass man sieht, es geht eben von der Haltestelle aus. Ja. Von der letzten Haltestelle kann ich diese Tour ohne größere Einschränkungen machen. Das ist wichtig, dass das dargestellt wird. Dann reicht auch mal eine kürzere Beschreibung. Ja. Ganz ohne, irgendjemand müsste es beschreiben. Und für uns wäre es dann schwer. Also erstens mal würde es eventuell viel werden. Und zweitens haben wir diese Tour ja nicht gemacht. Ja? Also vielleicht kenne ich es zufällig, ja? Oder der Martin kennt es zufällig. Aber normalerweise kennen wir das ja dann nicht. Von daher bräuchte man dann schon, also von der Person, die es gemacht hat, eben ein paar Zeilen. Das, was es in dem Zusammenhang gibt, ist, wir haben halt zwei Facebook-Gruppen. Und dort könnte man natürlich dann drinnen posten. Wenn man nach Bahn zum Berg sucht, findet man die eh. Das ist sozusagen die Variante, weil, sagen wir schon einige Male haben wir das gehört, taugt man, fahre alles mit Öffis, aber ich möchte eigentlich nicht schreiben. Auch okay natürlich.
dann gibt es noch Facebook, das wir anbieten können. Ja? Und das genau. Einbinden beantworte ich vielleicht da gleich. Entschuldige, es gibt eine Startseite, die man verwenden kann für jede Ausgangsstadt. Das gibt für Bahn zum Berg zum Beispiel bahnzumberg.de/München, also mit UE geschrieben, München geschrieben. Und dann kommt man direkt dorthin oder auf Zugl ist das gleiche zugl.de/München, also München. Und vielleicht hätte ich ein Beispiel ohne Umlaut nehmen sollen, leichter zu erzählen. Dann kann man da direkt drauf verlinken. Ja. Ja, super, passende Freizeichen an, nehme ich an, wenn von extern verlinkt wird auf die Seite. Das ist ja auch suchmaschinenoptimierungstechnisch gut, wenn andere auf die eigene Seite verlinken. Gerade wenn es reichweitenstarke Portale wären wie Tourismusdestinationen, das hebt ja dann auch den Bekanntheitsgrad in den Suchmaschinenalgorithmen, dass Zugl gefunden wird oder Bahn zum Berg gefunden wird. Da hat sicherlich, denke ich mal, keiner was dagegen. Ich wollte jetzt nochmal nachhaken, wenn ich darf. Ich fand die Frage mit Augsburg ziemlich interessant, weil ihr habt ja in der Vorauswahl Kempten drin. Was man von Kempten aus wandern kann, kann man von Augsburg ja eigentlich genauso wandern. Erwandern, weil man fast eine Stunde länger, nein, hast eine Stunde längere Anfahrt, aber im Prinzip ist es ja einerlei. Und eigentlich auch sind etliche Touren, die man von München ausgeht, von Augsburg jetzt hat auch nicht das große Problem, gerade wenn ihr ans Werdenfels denkt, also schätzt im Fall, es fährt einmal wieder was, aber mit dieser kaputten Strecke oder auch andere, es ist halt ein Tick länger, aber gerade wenn es jetzt eine Mehrtagestour oder so ist, wäre das kein Problem. Es sind ja auch ein paar aus Südtirol drin zum Beispiel, wo die Öffis ja so großartig gut sind. Ich meine, ob ich jetzt von München nach Südtirol fahre oder von Augsburg nach Südtirol fahre oder auch von Ingolstadt, ist eigentlich wurscht. Ne? Absolut, also es hat ganz einfache Gründe. Es liegt am Ende am Geld. Und zwar ist es so, dass wir, dieser Automat muss eben von allen Städten aus alle Kombinationen sich anschauen. Und wir haben jetzt 9.200 kommen am Ergebnis am Ende heraus. Aber wir haben eh ganz unten auf Zugl, wer zahlenaffin ist, kann, fahrt einmal ganz runter und dann sieht man dort unten so ein paar KPIs. Da sieht man, wie viele Touren, Fahrplankombinationen da berechnet worden sind für diese 9.200. Für die Berechnung sind es aber nicht Millionen, sondern sind es Milliarden. Und das ist halt ein sehr, sehr starker Rechner, den wir jetzt im Einsatz haben. Der ist eben über das österreichische Klimaschutzministerium finanziert worden. Und wir versuchen ihn auszureizen, so gut es geht, aber natürlich ohne die Stabilität zu riskieren. Und wir werden, wenn das nächstes Jahr funktioniert, hier geht's, also die Abteilung, die das gefördert hat, ist eben die Alpenkonvention. Alpenkonvention ist ein Zusammenschluss, völkerrechtlicher Zusammenschluss aller Alpenländer in Österreich. Dachorganisation ist die ZIPA. Und die sind natürlich hoch interessiert dann an solchen Lösungen, wie wir sie zur Verfügung gestellt haben, wo man eben länderübergreifend Öffi-Touren finden kann. Und die fördern das entsprechend. Und nächstes Jahr wollen wir es auf möglichst alle Alpenländer ausdehnen. Das heißt Slowenien, Italien, Schweiz, Frankreich, wenn das geht. Mal sehen. Muss den Projektantrag erst finalisieren. Und dann muss man natürlich, könnt ihr euch jetzt vorstellen, jetzt reden wir gerade über Augsburg und ich druck so herum, ob das so einfach ist, an eine Stadt hinzuzufügen. Jetzt wollen wir da noch ganz viele Länder dazu tun. Das heißt, wir müssen diese Kapazitäten, diese Rechner- und Speicherkapazitäten entsprechend erweitern. Und wenn wir das schaffen, dann können wir und wollen wir natürlich auch in Südbayern viel mehr dazu nehmen. Punkt. Gut, wunderbar. Das sind noch ein paar Fragen eingegangen. Ein Teil ist vielleicht auch schon ein bisschen mitbeantwortet worden. Die Fragenden werden sich's denken. Anais, was magst du noch herausgreifen? Ich hätte dann auch noch eine Frage, aber ich will mir jetzt mal hintanstellen und hier nicht in den Dialog verfallen. Genau, Fragen zur sozusagen Bekanntmachung des Vereins. Das eine ist, was kostet eigentlich die Mitgliedschaft? Das klingt ja schon mal interessant für euch. Vielleicht gibt es ja neue Mitglieder heute Abend. Und das andere, wie das ist, wenn jemand tatsächlich in einem Newsletter auch nochmal gerne einen Text über euch veröffentlichen würde. Hättet ihr da was
was ihr den Leuten geben könnt, die auch das nochmal bekannt machen wollen. Genau. Also Thema Mitgliedschaft, das ist momentan noch ja eigentlich einfach. Es kostet eigentlich erstmal gar nichts. Man müsste zweimal einen Beitrag geschrieben haben, den wir dann auf banzenberg.de bzw. at veröffentlichen. Also zwei Öffi-Touren beschreiben, ein paar Fotos, GPX-Track brauchen wir immer noch dazu und dann darf man bei uns Mitglied werden und das kostet dann nichts. Wir sind allerdings gerade dabei, dass wir das eventuell ein bisschen umstellen, dass wir eben tatsächlich so wie vereinsmäßig üblich, dass wir tatsächlich einfach Mitglieder haben, die einen Beitrag zahlen und den Verein sozusagen dann ja, ideell und eher passiv unterstützen, ohne dass sie Beiträge schreiben. Und das zweite war, jetzt habe ich es leider schon wieder vergessen. Sozusagen die Bewerbung der Seite, wenn jemand im Newsletter einen kleinen Text gern hätte, ist das, kann man genau. Das einfach von der Seite nehmen oder wie macht man das am besten? Also wir haben auf www.bahnzumberg.at, das ist die Vereins-Homepage, da haben wir einiges draufstehen, das darf man natürlich dann verwenden, also wer wir sind und da ist auch was zum Runterladen, Presseüberblick und so weiter. Und Banzenberg ohne Bindestriche. Genau, ohne die Bindestriche, das ist wichtig. Und ansonsten uns einfach kurz anschreiben, kontakt@bahn-zum-berg.at oder de müsste auch funktionieren. Dann kommen wir da auf jeden Fall zusammen. Oder an dich. Oder an mich. Genau. Deswegen haben wir unsere E-Mail-Adresse hinten noch reingeschrieben. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen untergegangen, die E-Mail-Adresse. Also das ist tatsächlich immer hinten bahn-zum-berg.at oder de und vorne unsere Namen mit Punkt getrennt. Aber Kontakt geht eben auch. Dann sehe ich, kam gerade noch eine letzte Frage rein. Ich wollte gerade zu meiner Frage als Abschlussfrage kommen, aber dann nehme ich die einfach gleich mit. Wie schaut es denn mit der Mitnahme von Ski aus? Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen, als Öffi-ExpertInnen, die ihr seid. Und meine Abschlussfrage wäre dann, und das wäre auch gerne die Einladung an einen von euch beiden, einen kleinen Werbeblock abzufeiern, nämlich wie finanziert ihr euch eigentlich? Der Martin hat ja gerade die Förderung des österreichischen Klimaschutzministeriums erwähnt, aber das, ich meine, ich weiß die Antwort, aber ich frage rhetorisch, erschlägt es alle finanziellen Wünsche für alle Zukunft oder wie schaut es da aus? Insofern Ski und Geld wären noch die letzten zwei Fragen. Also zu den Ski muss ich was sagen, glaube ich, weil ich gehe im Winter tatsächlich Skitouren und ich habe zwei Söhne und die gehen wahnsinnig gerne klassisch, also ganz normal Skifahren, Alpinskifahren, also mit Seilbahn und so weiter. Und letztes Jahr waren wir tatsächlich mit einer Ausnahme, waren wir immer mit dem Zug unterwegs, also mit Umsteigen in Rosenheim, in Kufstein, in Wörgl und dann eben nach Kitzbühel oder nach Hopfgarten. Und ja, ich hatte da früher auch mal Bauchschmerzen mit der Skimitnahme. Ja, wohin mit den Ski? Was mache ich mit den Skischuhen und die Stöcke und so weiter? Es ist tatsächlich leichter, als man denkt. Die Skischuhe ziehe ich an. Ich muss zugeben, ich fahre die 1,5 Kilometer in diesem Fall mit dem Auto zum Bahnhof. Da habe ich noch normale Schuhe an und dann ziehe ich die Skischuhe an und laufe mit den Skischuhen weiter. Das geht im Zug schon. Man muss dann auf den Treppen teilweise ein bisschen aufpassen. Ich tue mich ein bisschen leichter. Ich habe Touren-Skistiefel. Die sind natürlich ein bisschen angenehmer zu tragen, aber meine Söhne schaffen das problemlos. Die Ski muss man tragen und die Stecken kommen an den Rucksack dran. Das ist ja beschwerlich, aber nicht so beschwerlich, wie man sich das vielleicht denkt. Also es ist durchaus machbar und einfach mal ausprobieren. Und ansonsten Ski-Mitnahme in den Fahrzeugen ist natürlich überhaupt kein Problem, im Zug sowieso nicht und im Bus auch nicht. Das ist gerade in Österreich sowieso gang und gäbe, dass da der ganze Bus ist voller Ski. Ja, und das Staustehen auf Schnee und vereister Fahrbahn im Finstern dann bei der Hin- oder Rückfahrt womöglich
Das Ackervergnügen ist auch beschwerlich. Insofern gleicht sich das vielleicht ein bisschen wieder aus. Und das liebe Geld? Noch ganz Dazu, kurz, es also gibt Entschuldigung. zahlreiche Skigebiete, die einen sehr guten öffentlichen Anschluss haben. Also ich sage nur Kitzbühel zum Beispiel, Hopfgarten, im Zillertal gibt es einige, die sehr, sehr gut, also es gibt auch welche mit eigenem Bahnhof sozusagen. Was in Österreich was gibt, gell? So, bitte Martin, das geht. Also, es ist so, dass wir jetzt in Wahrheit letztes Jahr eben gesagt haben, entweder machen wir et schneller etwas oder es zahlt sich halt über die nächsten Jahre, weil unsere Projekte, die wir vorhaben, die Ideen, die wir haben, die sind noch immer sehr, sehr groß. Und da haben wir halt das Glück gehabt, dass uns das österreichische Klimaschutzministerium jetzt das ermöglicht hat, dass wir das einmal diesen ersten Wurf gemacht haben. Ja. Ich glaube, dass man sehr, sehr stolz drauf sein kann. Immerhin hat es sowas vorher noch nie gegeben. Und auch der Ausbau jetzt auf die nächsten Länder ist hoffentlich sozusagen toi, toi, toi gesichert. Wir haben aber einige wirklich sehr innovative Dinge in der Pipeline, die wir gerne machen würden. Und dafür brauchen wir in Wahrheit Zeit. Das heißt, Leute, die gerne mitarbeiten möchten, die uns unterstützen möchten. Das fängt an bei der Programmierung. Also wer technisch interessiert ist, herzlich willkommen. Wir arbeiten mit also super modernen Dingen. Ich will jetzt da gar nicht alles aufzählen, was wir da alles im Einsatz haben. Aber auch bei organisatorischen Dingen. Wir haben schon jetzt ein paar Mal gesagt, dass wir eben Tourenreporterinnen suchen. Also beschreiben. Aber am Ende des Tages ist es halt auch so, ich habe das vorher am Anfang gesagt, dieser dritte Punkt, dass wir aufzeigen wollen, was alles möglich ist und neue Busverbindungen, Zugverbindungen ist halt Jahrzehnte Planungsgeschichte, also nicht so einfach reinzubringen oder Tarif, also Fahrpläne, Einschübe zu machen, sowas geht wiederum etwas schneller. Dafür braucht man halt Leute. Und die Infos reinbringen, die erzählen, wie es jetzt ausschaut, warum es anders sein sollte, aber auch halt Interessierte, die uns unterstützen, finanziell unterstützen, weil wir halt laufende Kosten haben. Ich habe jetzt so viel über Automaten gesprochen, das sind die ganzen Webseiten, die wir jetzt aufgezählt haben, das summiert sich halt ein bisschen, ja, und im Moment zahlen wir da Teile aus unserer eigenen Kasse, aus der eigenen Brieftasche. Und das wäre halt eine schöne Sache, wenn wir das ein bisschen verteilen könnten und wir halt hier Sponsoren oder eben unterstützende Mitglieder kriegen. Deswegen, das war das, was der Nikolaus eben vorher schon angesprochen hat. Da sind wir jetzt gerade beim Ausarbeiten. Und die Spendenmöglichkeit gibt es prinzipiell schon auf der Webseite, aber wir werden das ein bisschen intensiviert, dass man halt auch das Gefühl hat, okay, ich gehöre da dazu und ich kriege dann auch mehr Informationen in Form eines Newsletters, werden wir das wahrscheinlich am Anfang machen, wodurch ich dann auch weiß, wo ist mein Geld sozusagen hingekommen, ja, und was habe ich jetzt konkret dadurch verbessert und bewirkt. Und wer mehr wissen möchte, weil ich muss mich wirklich zurückhalten, ich könnte ja Stunden reden, oder Markus, glaube ich, möchte die Zeit einhalten, kann wirklich Nikolaus und mich gerne kontaktieren. Ja. Wir stehen da wirklich sehr, sehr froh, Rede und Antwort, weil wir wirklich sehr, sehr viel Zeit in das Thema investieren und uns wirklich viele Gedanken dazu machen. Ja. Danke, Martin. Also ich kann auch recht auch nochmal ermuntern, vielleicht einfach auch nur als ersten Schritt oder so mal einfach mal eine Tour, die man gerne geht oder die man gegangen ist oder die man im Sommer jetzt gemacht hat oder die man als nächstes vorhat, einfach zu senden. Es ist wirklich nicht schwierig. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch schon einmal gemacht. Es ist nicht schwierig. Man muss auch nicht so viel schreiben, wie ich immer geschrieben habe. Da immer noch mal so Hinweise, was links und rechts dann immer noch so gibt und eingebaut, das muss nicht sein. Macht es, schöne Bilder dazu und es macht echt Spaß und es ist ein tolles Erlebnis, wenn man dann sieht, jetzt wird es freigeschaltet und dann ist es bei Banzerberg online das eigene Bildmaterial und der eigene Text. Das ist schon toll. Also ich kann euch das nur wärmstens empfehlen und ans Herz legen, ihr unterstützt da tolle Sache und auch das ist ein Beitrag dazu, dass wir die Klimaschutzziele erreichen, dass wir mehr Lebensqualität haben, weniger Autoverkehr und dass wir da miteinander vorwärts kommen bei all den Zielen und grünen Zielen, die wir erreichen wollen.
Ich sage ein herzliches Dankeschön an euch beide. Ich finde es großartig, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ihr beide, ich glaube, man kann sagen, schon auch stellvertretend für noch weitere Mithelfende im Verein. Ich glaube, Martin, du warst, ich will Nikolas sage ich was Verkehrts, der Urinitiator und der Motor und Vorantreiber des Kerns aus Wien und aus Österreich. Was ihr alle miteinander auf die Beine gestellt habt, ist wirklich eine ganz große Sache. Und das halt jetzt mal abgesehen von der Förderung des Klimaschutzministeriums für die Rechnerleistung, die man da braucht und so weiter, ist das ja ganz viel Ehrenamt, was hier bewirkt worden ist. Also Hut ab und großen Respekt vor der Leistung und so eine tolle Sache ist da jetzt entstanden. Und es liegt an uns allen, das zu füttern und nach Möglichkeit auch noch, wenn sich ihr oder dort irgendwie, wie es der Martin gerade dargestellt hat, auch noch eine finanzielle oder eine technische Unterstützungsmöglichkeit gibt, dann nichts wie her damit. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch, Martin und Nikolaus, für eure Zeit Danke und für die vielmals. Beantwortung aller Fragen. Wie gesagt, es gibt im Nachklapp den Mitschnitt und die Präsentation an alle. Wir werden auch in unserem Newsletter noch darauf hinweisen. Eure Kontaktdaten sind da drin. Wer noch was offen hat, meldet sich einfach und wer es nicht findet, bei uns im Büro. Wir bringen euch schon zusammen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und ja, guten Heimweg hat man nicht. Das haben wir wahrscheinlich schon alle und bis zum nächsten Mal.